steht hinter dieser Ausstellung? Was ist das für eine Geschichte? Wie kam es zu diesen Testbildern? Wenn ein neuer Schwarz-Weiß-Negativ-Entwickler gemacht wird, wenn der konzipiert wird, dann sind nicht Laborwerte das Wichtige, sondern die wirkliche Fotografie, die echte Fotografie. Und wir haben natürlich in dem Laufe der Entwicklung des neuen Entwicklers haben wir eine Menge Bilder gemacht. Und viele Bilder sind einfach so gut geworden, dass wir gesagt haben, ja, lass uns einfach mal zeigen, was alles mit dem Entwickler geht. Und es ist ja nicht nur ein Entwickler, sondern HCD dritte Generation. Das sind drei Einzelentwickler, mit denen man ganz viele verschiedene Sachen machen kann. Und diese Spannbreite zeigen wir. Das ist ein kleiner Ausschnitt aus dem, was überhaupt alles gemacht wurde. Jetzt hängen hier 21 Bilder und der Nachmittag hat tatsächlich gezeigt, den Leuten hat es richtig gut gefallen. Sie haben alle möglichen Sujets gesehen, alle möglichen Lichtsituationen, viele Inspirationen mitgenommen. Und am Anfang haben wir gedacht, wir zeigen einfach mal einen Leistungsbeweis des Entwicklers. Und heute wissen wir, es ist mehr geworden, es ist einfach Inspiration. Was motiviert dich, sowas zu machen? Das ist ja ein riesengroßer Arbeitsaufwand. Ist das so der innere Drang, was Neues zu schaffen? Ist das vielleicht dieses ultimative Gefühl, ich bin mal der Erste, es ist etwas einmalig? Oder wie kommt man auf solche Ideen? Ganz viele Herzen schlagen da in der Brust. Einerseits, wenn man mit der Fotografie verbunden ist, will man dieses Leistungsspektrum der Fotografie immer weiter treiben. Man will immer mehr machen, man will immer eine größere Spannbreite an Nutzbarkeiten bieten. Wir können zum Beispiel heute einen Film, Schwarz-Weiß-Film der 400 ISO-Klasse runterziehen bis ISO 3 und nach oben ziehen 12.800, kein Problem. Es geht sogar 25.000 und ein Keks. Das ist praktisch heute nur noch eine Frage, wie weit zeigt der Belichtungsmesser an? Und das ist einerseits dieser technische Reiz, auf der anderen Seite möchte man das Bild immer klarer machen, immer deutlicher machen. Und heute ist die analoge Schwarz-Weiß-Fotografie sowieso wieder im Vormarsch. Das wollen die Leute aber nicht mehr mit alten, in Anführungsstrichen, Suppen machen, sondern mit neuem, dem heutigen Bildgeschmack entsprechenden Material machen. Also es ist ganz viel kreatives Schaffen dahinter und man schiebt ja die Grenze immer weiter nach oben und man kitzelt sozusagen aus den Bildern ein Maximum heraus, um den Effekt zu haben, den man sich vorstellt. Einerseits ist das richtig, aber das ist dieses ingenieurmäßiges Vorgehen in Richtung wissenschaftliche Forschung, hat alles seinen Platz. Aber es geht auch darum, dass man Inhalt in das Bild hineinbekommt. Inhalt bekommt man durch das Motiv, das ist klar, aber das Motiv soll bestmöglich dargestellt werden. Und es wird so viel gejammert, meine Güte, den Film gibt es nicht mehr und den Entwickler nicht mehr oder hier das nicht mehr. Aus meiner Sicht völliger Blödsinn. Wir haben heute eine Reichhaltigkeit in der Schwarz-Weiß-Fotografie, die hatten wir vor 20 Jahren nicht zur Verfügung. Aber trotzdem, die Fotografen wünschen sich immer mehr und die wünschen sich mehr Möglichkeiten. Und das, also wenn einem das keinen Spaß macht, dann brauchen wir es auch nicht zu machen. Aber uns macht es einfach Spaß, die Leute zu begleiten und denen solche Sachen zu geben. Ja, ich habe das Gefühl, du lebst analog, du bist analog. Und da ist dieses Feuer, das Brennen, was man bei Leuten sieht, die voll begeistert sind, in den Augen auch zu sehen. Danke ich dir dafür, für das Interview. Gerne, danke schön.